Der Wecker schellt um 7 und ich hab Kaffee gemacht. Kaum hab ich ihn getrunken, ist es 7:15. Ich haste schnell zur Uni, kann man sowas verstehen? Die Uhr behauptet 11, gerade war's doch noch 10. Dieweil ich weiß, ich vor mich hin studier. Rennt der Zeiger weiter, ich merk's erst 4. Der Rest des Tages läuft dann circa 3-mal so schnell. Ich komm aus der Kneipe und es wird schon hell. Und ich dreh mich einmal schon ist der ganze Tag rum. Weil kein Mensch so schnell versteht, wie die Zeit vergeht. Die Weihnachtsgans liegt noch halb verdaut im Magen. Schon geht es heiter weiter mit den Karnevalstagen. Jing da rassa bum und ne rote Pappnase. Was klingelt an der Tür? Das ist der Osterhase. Eier malen, Eier suchen, Eierlikör. Vor dem 1. Mai noch schnell zum Friseur. Pfingsten gibt's bei Tante Marlies Kaffee und Kuchen. Verdammt, ich muss ja noch meinen Urlaub buchen. Und ich dreh mich einmal schon ist das halbe Jahr rum. Weil kein Mensch so schnell versteht, wie die Zeit vergeht. Der Urlaub ist vorbei, Sonne, Strand und geiles Wetter. Kaum zu Hause fallen natürlich prompt die ersten Blätter. Wieder keine Zeit für erforderliche Taten, denn es ist soweit. Ich muss die Weihnachtsgans braten. Und ich dreh mich einmal schon ist das ganze Jahr rum. Weil kein Mensch so schnell versteht, wie die Zeit vergeht. Im Augenblick bin ich noch nicht mal Ende 20, doch in ein paar Sekunden wird die gute Butter ranzig. Dann hab ich meine 70 Jahre abgerissen und kurz darauf wird in das grüne Gras gebissen. Vielleicht wird's dann ja noch was Himmlisches geben. So mancher nennt den Zustand ewiges Leben. Lässt Petrus mich hinein, gibt es keinen Grund zu trauern. Das Ganze dürfte dann ja wohl was länger dauern. Ich sag im Himmel kurz und knapp alle Termine ab. Dann hab ich endlich für mich Zeit, und zwar eine Ewigkeit.